Hallo liebe Leute, folgend geht es um meine Einschätzung zur ARD-Wahlarena zur Europawahl vom 6.6.2024. Wie war der Ablauf der Sendung? Die Sendung war so aufgebaut, dass jeweils 4 Leute auf einmal befragt wurden und nur Fragen aus dem Publikum gestellt wurden. Und aus meiner Sicht, jedenfalls sofern ich nicht was übersehen habe, war es die fairste Wahlsendung, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Tatsächlich, die Zuschauer stellten die Fragen, die Protagonisten konnten ausreden. Es gab keine wertenden Einwürfe von den Moderatoren. Also mir ist kein wertender Einwurf aufgefallen. Im Gegenteil, sogar als Manfred Weber René Aus beschimpft hat, hat der Moderator in den Vordergrund gestellt, dass ein Zuschauer bemerkt hätte, dass das nicht zum Thema gehöre. Es ist aber zu bemerken, dass im Vorfeld der Sendung eine Dokumentation lief, die zwar vom Ton her ganz freundlich war, in Anführungszeichen, aber wo auch gezielt die AfD ausgegrenzt wurde. Wo auch gezielt eine Bürgermeisterin, deren Name nicht genannt wurde, gesagt hat, ja, die AfD, das sei bedrohlich, die dürfen wir nicht wählen. Es sind ja auch viele Wahlen, auch gerade in Thüringen, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahl, deswegen sind wir hier. Wie wird sich diese Atmosphäre auswirken? Da habe ich Angst vor mit der AfD. Man merkt, dass das auch immer mehr wird. Und das sind für mich so Frustwähler. Wir jammern auf hohem Niveau. Eigentlich passiert viel, aber wir wollen auch immer noch mehr haben. Ne? Es ist ja so, es ist ja nicht so, dass hier nichts passiert, aber es wird nicht mehr so gesehen oder nicht wahrgenommen. Ukrainern helfen, wir müssen jetzt da unten im Gazastreifen helfen. Aber ich sage auch ganz klar, ich distanziere mich auch von den Rechten und von den ganz Linken. Und dazwischen, was dazwischen liegt, CDU, Grüne, FDP, das ist alles, sehen wir jetzt gerade, es funktioniert aus meiner Sicht auch nicht wirklich. Und dann frage ich mich schon, soll ich überhaupt wählen? Oder ja, wenn ich wähle, streiche ich es dann durch. Es ist frustrierend. Was Luca sagt, höre ich immer wieder. Politik wird als ein großes Ganzes wahrgenommen. Niemand geht zur Europawahl ausschließlich mit Überlegungen zur EU. Also die AfD wurde als Außenseiterpartei hingestellt und es wurde öffentlich, im Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit wurde verkündet, die AfD solle man nicht wählen. Was aber bei keiner anderen Partei der Fall war. Dann nehmen wir hier unten den jungen Mann im weißen T-Shirt, bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Robert Kurt, ich komme hier aus Erfurt. Mich würde mal interessieren, vielleicht auch die Frage an Herrn Aust. Wir sehen momentan einen sehr starken Anstieg an antisemitischen Vorfällen, vor allem auch an Hochschulen. Zum Beispiel hatten wir das gesehen in Berlin. Ja. Wie stehen Sie, aber vielleicht auch alle anderen, die hier sind, unter anderem zu dem offenen Brief, der dann an Frau Stark-Watzinger geschrieben wurde von den Hochschullehrern? Wie stehen Sie dazu, dass diese Uni-Proteste verteidigt werden? Wie stehen Sie insgesamt zu dieser Form der Proteste und zu den Forderungen? Ich möchte es nochmal ausdrücken, weil gerade im vergangenen halben Jahr viel über meine Partei behauptet worden ist. Wir sind eine Partei für alle deutschen Staatsbürger, unabhängig von ihrer Religion, unabhängig von irgendwelchen sonstigen sozialen Herkünften oder Ähnliches. Wir sind eine Partei für alle deutschen Staatsbürger. Und das gilt natürlich auch, dass wir all diejenigen beschützen müssen, die zum Beispiel derzeit von dieser antisemitischen Hetze auch bedroht und betroffen sind. Da muss der Rechtsstaat durchgreifen. Und da sind wir auch voll und ganz dahinter, dass diese Demonstration, dass diese Beleidigung der Menschen jüdischen Glaubens auf deutschem Boden nicht zu suchen haben. Nur einen Satz, Entschuldigung, zuvorher sagen, weil wir da immer die nette Präsentation von Herrn ausbekommen. Tatsache ist, dass die früheren Parteivorsitzenden der AfD alle zurückgetreten sind. Ich nenne Lucke, ich nenne Petri, ich nenne viele in der Vergangenheit Meuten, die sich heute hinstellen und sagen, ich konnte den radikalen Kern der AfD nicht stoppen. Es ist mir nicht gelungen, die Rechtsradikalen aufzuhalten. Und das muss man in der Substanz immer klarstellen. Und im Hinblick auf die, es waren jetzt alles AfD-Politiker, die ich zitiert habe, möchte ich noch einmal klarstellen. Also insofern, ja, weil sie mittlerweile den wahren Kern erkannt haben. Und zu den gentechnischen Methoden. Sie wissen, in Europa gibt es klare Kennzeichnungspflichten. Es gibt eine klare Einordnung für Gentechnik. Ordnung nacheinander, dann ganz kurz, Herr Aus, aber wirklich nur kurz. Ich bin auf unserem Bundesparteitag mit 70% gewählt worden. Ich bin in unserem Landesvorstand in Thüringen mit über 90% gewählt worden. Und jedes Mal ist vollkommen bekannt, auch in meiner Bewerbungsrede für den Landesvorstand Thüringen, dass ich immer gesagt habe, wir sind eine Partei für alle deutschen Staatsbürger. Das ist das, was der Kern unserer Partei auch ist. Gesagt, und das möchte ich hier auch nochmal richtig stellen. Dann bleiben wir jetzt. Ja, Entschuldigung. Die eigentliche
Die eigentlichen Spitzenkandidaten der AfD sind nicht da durch Sie Partei. Sie unterhalten sich heute Abend mit mir. Durch den Parteivorstandsbeschluss der eigenen Partei, der AfD selbst. Die AfD selbst hat beschlossen, dass Krah und andere gibt die Maßgabe nicht, vor, mehr, wir bleiben in der Tat nicht mehr auftreten dürfen. Das sei nur der Korrektheit halber dazu. Es gab gerade den Zuruf aus dem Publikum, wir bleiben beim Thema, finde ich einen guten Hinweis. Und wie gesagt, Sie haben heute das Zepter in der Hand. Wir versuchen das nur so ein bisschen zu steuern. Wir bleiben mal bei der Landwirtschaft, da haben wir nämlich gerade mit angefangen. Hallo, ich bin der Herr Kummer aus Jena. Ich habe eine Frage an den Herrn Aust. Wenn Ihre Partei einen Einfluss gewinnt, was wird aus dem Euro? Was wird aus dem europäischen Binnenmarkt? Was wird aus dem Schengen-Raum? Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal kann jeder bei uns im Wahlprogramm nachlesen, dass wir uns bekennen zum Binnenmarkt. Es ist eine große Errungenschaft, dass deutsche Unternehmer zollfrei in ganz Europa ihre Waren verkaufen können, auf der einen Seite. Und es ist auch eine große Errungenschaft, dass wir natürlich zollfrei zum Beispiel Orangen und Apfelsinen aus Spanien und Portugal importieren können. Deswegen ganz klar und deutlich, wir stehen zum Binnenmarkt und das wird auch so bleiben. Das ist das Erste. Und das ist auch das Wichtigste. Der zweite Aspekt zum Thema Euro. Die Euro-Krise hat sich in den vergangenen 15 Jahren merklich beruhigt, das ist so. Aber wir laufen auch in wirtschaftlich schwierige Zeiten. Und wenn wir nochmal in so schwierige Zeiten wie vor 15 Jahren hineingehen, dann kann ich Ihnen eines versichern. Es wird immer so sein, dass am Ende des Tages die Bürger dieses Landes in der Europapolitik das Steuer in der Hand haben. Das heißt, am Ende des Tages gäbe es darüber immer Volksabstimmungen. Und das ist das Entscheidende. Wir wollen, dass die Bürger in diesem Land wieder zu entscheiden haben, wie es vorangeht und wie nicht. Und da ist unser Wahlversprechen. Was ist nun wahrscheinlich der Zweck, dass diese Sendung so fair aufgebaut war und das im Kontrast zu anderen Sendungen steht oder im Kontrast zur Berichterstattung überhaupt? Die öffentlich-rechtlichen wissen, dass AfD-Vertreter oder AfD-Sympathisanten bei der Wahlarena genau hinschauen, wohingegen sie sich andere Sendungen gar nicht mehr angucken wollen, weil sie es unerträglich finden. Das heißt, diese Sendung wird von uns wahrgenommen, wird von den AfD-Sympathisanten wahrgenommen, sie ist in unserer Blase und es wird darauf spekuliert, sehr wahrscheinlich, oder das ist auch so gegeben, dass in einer anderen Blase, in der wir uns nicht befinden, in der wir uns nicht aufhalten, ganz andere Dinge passieren, systematisch getäuscht wird. Und natürlich diese Sendung jetzt eine Möglichkeit verschafft, aber das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber faktisch war es so, dass Fabio De Masi und René Aust alle Möglichkeiten hatten. Wie war nun die Strategie der Teilnehmer? Auffällig war bei Manfred Weber, dass er es oft für nötig ansah, die AfD zu beleidigen, herabzuwürdigen. René Aust hatte eine sehr gute Ausstrahlung aus meiner Sicht. Er war ganz ruhig und hat sich knapp gefasst. Aber mit knappen Worten viel gesagt oder die entscheidenden Sachen gesagt, oft. Und mit je weniger Worten es einem gelingt, etwas auszudrücken, desto kraftvoller wirkt es. Dazu hat die Körperhaltung gepasst. Aus meiner Sicht ist es sehr schwierig, also jedenfalls mir würde es schwer fallen, 2 Stunden lang oder 1,5 Stunden lang beständig so die Kontenance zu bewahren und immer ständig konzentriert mit so einer ruhigen, guten Körperhaltung dazustehen. Also dafür gebührt auf jeden Fall Respekt. Man hat gemerkt, dass die AfD ihre Position klar abgesteckt hat und dass René Aust das Parteiprogramm gut auswendig konnte. Vielleicht ein anderes Thema. Was brennt Ihnen auf den Nägeln, bitte? Ja, genau. Schönen guten Tag. Mein Name ist Arthur Partier. Ich komme aus Halle an der Saale. Und ich habe eine Frage an die eher rechte Ecke hier vor mir. Und zwar zum Thema Migration. Das wird mir hier sehr, sehr einseitig besprochen. Wie können wir als Europäer es eigentlich wagen? Wir haben historisch die Welt ausgebeutet. Die Welt leidet. Es gibt Konflikte auf der Welt aufgrund ehemaliger kolonialer Strukturen, die bis heute bestehen. Wir verschmutzen die Welt. Wir sind mit Hauptverursacher des Klimawandels. Menschen fliehen vor Katastrophen. Wie können wir als Europa uns eigentlich so verschließen? Wie können Sie das? Das macht mich richtig wütend. Wie können Sie es wagen, sich so vor diesen Menschen zu verschließen, dessen Leid wir zu verantworten haben? Ich bin ein deutscher Politiker. Und meine Aufgabe ist es, einen Ordnungsrahmen in der Bundesrepublik Deutschland mit herzustellen, in dem die Bürger unseres Landes wohlhabend, sicher und frei sich entfalten können. Und wenn wir die derzeitige Migrationspolitik gerade seit 2015 uns anschauen, dann hat sie zu dem Gegenteil geführt. Die Bürger haben weniger Wohlstand und die Bürger haben weniger Sicherheit. Und das ist eben unsere erste Pflicht, dafür zu sorgen, dass es unseren Bürgern gut geht. Und deswegen werden wir auch weiterhin für eine andere Migrationspolitik eintreten. Herr De Masi?
Ja, also zunächst, ich versuche Sie anzusehen, was Sie ansprechen, ist richtig. Wir haben natürlich einen großen Beitrag geleistet zu weltweiten Fluchtursachen. Und vorher ist ja der Gaza-Konflikt angesprochen worden. Dort sind aktuell 1,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Und wir liefern weiter Waffen in diesen furchtbaren Krieg, obwohl bereits der Internationale Gerichtshof sich dort auch mit der Verhältnismäßigkeit der militärischen Reaktion befasst. Der Internationale Strafgerichtshof nun einen Chefankläger Haftbefehle beantragt hat, einerseits gegen die terroristische Hamas-Führung und andererseits aber auch gegen Benjamin Netanyahu, weil die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben ist. Da wäre unsere Pflicht, zum Beispiel nicht Waffen weiter in diesen Konflikt zu liefern. Das ist die eine Seite. Wir werden aber nicht alle Probleme der weltweiten Ungleichheit und der Fluchtursachen nur über Abwanderung lösen, sondern wir müssen für jene Menschen, die politisch verfolgt sind, das Asylrecht gewährleisten, für jene Menschen, die vor Kriegen fliehen und auch über Kontinente, jene, die vor Hungerkatastrophen fliehen. Aber ein Großteil der Menschen, die zu uns kommen, derzeit fallen nicht unter diese Schutzgründe und die kommen aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen Gründen. Das können wir aber nicht dann so laufen lassen, dass wir sagen, jeder, der es hierher schafft, der hat dann erstmal irgendwie ein Bleiberecht und dann haben wir Druck bei Schulen, bei Wohnungen in den Kommunen und dann können wir die Integration für jene, die unter die Schutzgründe fallen, nicht mehr gut leisten. Deswegen sagen wir, wir brauchen eben auch die Verfahren an den Außengrenzen, um dann jene Menschen, die wirklich politisch verfolgt sind, die vor Kriegen fliehen, auch gut integrieren zu können. Das gehört meines Erachtens zur Wahrheit, aber was eben heuchlerisch ist, diese Fluchtursachen weiter zu befeuern und sich dann für die eigene Weltoffenheit zu feiern, das geht nicht. Dann müssten wir auch Waffenlieferungen zum Beispiel aktuell in den Gaza-Konflikt unterbinden. René Aust hat hier eine gute, knappe Antwort gegeben, die das wichtig auf den Punkt bringt, aber er hätte hier vielleicht noch ein paar warme Worte hinzufügen können. Erstmal, dass der Frage, dass er es gut findet, dass der Frage idealistisch ist. Also, dass er sich um die Menschen auf der Welt sorgt. Was ich persönlich auch, ich auch mag, dass man nicht nur auf sich schaut, nicht nur auf Deutschland schaut, sondern dass man sich auch für andere Dinge interessiert, dass man sich für alle Menschen auf der Welt interessiert, dass allen Menschen gut geht. Er hätte auch sehr große Sympathiepunkte eingefahren, wenn er gesagt hätte, ich finde es toll, dass ihm das Wohl der Menschen auf der Welt wichtig ist. Und das Ganze wäre jetzt ein prima Aufhänger gewesen für Geostrategie. Dass die USA, aber auch Europa, dass sie heimlich die Länder benachteiligen. Aber nicht dadurch, dass die Leute nicht aufgenommen werden, sondern durch eine Wirtschaftspolitik, die aber in den Medien gar nicht transportiert wird. Durch Putsche, indem es um die Verfügbarkeit von Rohstoffen geht und dass sämtliche Regierungen gestürzt wurden, die versucht haben, die Rohstoffe so zu verwerten, dass es der einheimischen Bevölkerung zugutekommt. Und natürlich, die Quintessenz wäre dann die auch im AfD-Programm drinsteht, dass man erstmal gucken sollte, dass den Leuten vor Ort gut geht. Dass das die Lösung ist, und dass Deutschland nicht alle Leute aufnehmen kann. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich würdigenswert, der Idealismus vieler Leute, dass sie sich um Nachhaltigkeit sorgen, das sollte man wertschätzen. Und vor allem, wenn man es wertschätzt, dann fällt es auch positiv auf ihn und auf die AfD zurück.